Hallo und herzlich willkommen, ja, von mir, dem König von. Nee, halt, stopp, ich bin ja gar kein König, aber herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Von mir Totemwerfer. Heute habe ich gerade einen Stream angeschaut, beziehungsweise wenn das Video rauskommt, ist vielleicht schon ein, zwei Tage her, weil ich erst gerade ein Video gemacht habe. Aber ich habe gerade einen Stream geschaut von dem Lieben, ich hoffe, ich kann es richtig aussprechen, Zico. Ist auf jeden Fall ein holländischer Streamer, glaube ich. Und ist einer der, also die meisten kennen ihn, glaube ich, als Black Lizard. Er ist einer der besten Mages im PvP in Arena. Der beste, den ich kenne. Also der beste, von dem ich auf jeden Fall weiß. Egal. Und dem gucke ich sehr gern zu. Ist ein sympathischer Typ. Ja, Tipp, schaut ihn euch mal an. Labert halt nur Englisch, aber viele von euch kennen ja gut Englisch und kennen wahrscheinlich auch ihn, denke ich mal. Er ist ziemlich groß. Ist sein Kanal und er hat gerade irgendwas Besonderes am Laufen. Ich weiß nicht, Giveaway oder so ein Shit. Und raidet gerade Sturmwind. Und da ist mir so der Einfall gekommen. Ich dachte mir so: Wow, Leute, wie sieht's aus? Wie sieht's bei euch aus? Sollten wir vielleicht Blizzard fragen? Sollten wir vielleicht einen Forum-Post gemeinsam erstellen und fragen, ob es das nicht wieder geben kann, dass, und jetzt kommt's, diese Städte-Raids belohnt werden? Ja? Denn es gibt ja, wenn man alle Raids macht, ein Mount. Und dieses Mount ist natürlich veraltet, es ist langweilig. Aktuell die Bosse haben ja viel mehr Leben als früher und so. Wie würdet ihr es finden, wenn es dafür tatsächlich etwas Sinnvolles geben würde? Sagen wir einfach mal, ja, vielleicht die Drop-Chance auf ein spezielles Mount, auf ein cooles Mount. Bei den Bossen, bei den jeweiligen Bossen, dann haben die Bosse vielleicht einen Raid-Lockout, also dass man sie nur einmal pro Woche, pro Monat, ist ja egal, töten kann und die Chance dabei hat, Loot zu bekommen. Und wenn du sie halt sonst tötest, kriegst du nichts. Und dann wäre doch vielleicht noch interessant eine Loot-Tabelle. Was würde dagegen sprechen, irgendwelche Besonderheiten vielleicht da einzubringen, um das Ganze einfach wieder ein bisschen spannender zu gestalten? Weil ich meine, Städte-Raids sind ganz witzig. Natürlich haben wir aktuell diese Server-Phasing-Problematik allgemein und überall, aber ich finde an sich diese Städte-Raids cool. Also ich finde, es hat irgendwie sowas von, keine Ahnung, früher war es immer so, da kam dann auf einmal die Horde rein, oder in meinem Fall die Allianz reingeflogen damals, und dann habe ich als Hordler immer schnell das Weite gesucht vom Auktionshaus. Hab dann zugeguckt, wo die sich gesammelt haben, und sobald sich dann von uns mal ein paar gesammelt haben, sind wir da immer mit drauf und haben dagegen gehalten. Und dann ging das ewig, und dann sind, selbst wenn die Leute schon wieder weg waren, sind immer noch ein paar da geblieben und haben mit uns gekämpft und gefightet. Also es war echt übel. Ich kann mich auch erinnern, dass wir schon ein, zweimal die Gegner erfolgreich zurückgeschlagen hatten, beziehungsweise auch ich schon ein, zweimal mit meiner Gruppe erfolgreich zurückgeschlagen wurde. Und ich fand das immer cool. Ich finde es lustig, so mit 40 Leuten da reinzufliegen oder zu laufen. Ja, ist ja egal. Man könnte es ja als Beispiel so machen, dass wir in den gegnerischen, also dass zum Beispiel die Allianz nicht in der Horde-Basis fliegen darf. Und dass es da sowas wie, oh, es gibt doch in den 1000 Wintern gab es doch immer dieses, dass man abgemountet wird. Das könnten die ja da so machen, dass quasi sobald man 2 Sekunden oder 3 oder 4 da drüber fliegt, dass man dann abgemountet wird, man kriegt davor eine Warnung. Das heißt, die Leute können sich quasi vorher auch noch rechtzeitig ja, wieder zurückziehen, wenn das ein Twink macht aus Versehen oder einer das nicht weiß. Ich fände es halt irgendwie übel geil, wenn es eine Belohnung dafür gäbe. Ich meine, man könnte ja als Beispiel auch einfach nur stylische Belohnungen machen, dass es da ein paar Transmog-Items gibt, die es vielleicht, und damit möchte keine alten, nicht per se alte, sondern vielleicht neue Transmog-Items, ja, oder andere Sachen, dass sie das vielleicht wieder reinbringen. Denn ich finde, fand die Idee von ihm halt cool. Wie gesagt, habe ich bei ihm aufgeschnappt, gerade im Stream. Und ich fand es halt übelst geil, wie die da alle rein sind und Spaß hatten. Und man könnte ja auch die Bosse dann so gesehen tunen, damit sie einfach mit der Spielerzahl stärker werden und dass sie gar nicht so einfach zu besiegen sind. Also, dass es nicht so ein Reinfliegen ist mit einer Raid-Gruppe, schnell töten und weiter, sondern dass es wirklich was Spannendes wäre. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon halten würdet, ob das nur irgendwie Sinn macht, was ich da gerade gelabert habe. Ich fände es irgendwie lustig, ich hätte Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Und ja, wenn es ein paar von euch zustimmen, könnt ihr ja einen Forum-Post machen.
und vielleicht versuchen, da was zu erreichen. Ich meine, wir sind eine Community, WoW ist eine Community, irgendwie gehören wir alle zusammen. Und wenn sich ein paar finden lassen, die das ganze Projekt unterstützen würden und diese Idee unterstützen würden, dann könnten wir vielleicht einfach mal anfragen. Mehr als Nein sagen können sie nicht. Es sei denn, sie bannen mich, dann habe ich halt Pech. Also bis dann, Leute, haut rein und ich freue mich auf die Kommentare von euch. Bis dann, ciao.